Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part Pumon Diamant. Im letzten Part haben wir uns unseren zweiten Orden errungen. Wie man hier unten sehen kann, okay, die sehen jetzt nicht mehr so schön aus. Könnte man mal wieder ein bisschen polieren, dann sehen die auch wieder ein bisschen schöner aus, aber das ist ja eigentlich egal. Okay. Und ja, da haben wir die alte Villa erkundet, allmählich eben. Das Event, was dort möglich ist, habe ich noch nicht zeigen können. Kann ich jetzt auch heute wieder nicht zeigen, weil wir eben jetzt erst 20 nach 4 haben. Aber egal. Und nun sind wir hier im Team Galaktik-Gebäude stehen geblieben. Und müssen gegen diese Frau hier mal wahrscheinlich kämpfen. Dafür habe ich mein Team schon mal ein kleines bisschen vorbereitet. Wie ihr sehen könnt, leveltechnisch ist hier nichts geändert worden. Einzig und allein, ich habe jedem meiner Pokémon ein Item gegeben, nämlich wie ihr sehen könnt, eine Persif-Beere. Weil, ja, Vorbereitung für Vergiftungen, da hätte ich jetzt nicht so die Lust drauf. Und ich habe auch nachgeguckt, auf welches Level die Pokémon sind. Und es ist ein bisschen niedriger als ein Platin, da war es nämlich Level 23. Und hier ist das Signature-Pokémon Level 20. Also ein bisschen niedriger, aber genug der langen Worte, lass uns einfach mal anfangen. Hm? Wolltest du etwas? Ach, wieso frage ich so dumm? Du willst die Pokémon befreien? Ja klar, als ob ich das erlauben würde. Okay, sie ist wohl keine Frau der langen Worte, das finde ich gut. Und sie fordert uns direkt zu einem Kampf heraus, das ist doch in Ordnung. Und sie fängt mit einem Level 18 Zubat an, da würde ich sagen, mit Luxio easy going. Das Zubat sollte Luxio eigentlich nichts ausrichten können. Gut, es könnte vielleicht Toxin oder sowas einsetzen. Aber dagegen haben wir ja notfalls die Beere, also die Persif-Beere. Von daher würde es uns ja nichts ausmachen. Und ja, das einzige Pokémon von ihr, das uns gefährlich werden kann, ist dieses hier, nämlich Skuntank. Und dort nutze ich jetzt einfach mal einen kleinen Trick. Ich wechsle in Skyrider hinein und lass den Bedroher wirken. Womit Skuntank schon mal ein bisschen weniger Schaden anrichten kann. Weil ich meine, seine einzige Angriffsattacke sollte Nachthieb sein. Also eine physische Attacke. Und ansonsten sollte es eigentlich nur sowas wie Rauchwolke. Es wird wahrscheinlich auch eine Attacke wie Toxin können. Aber da bin ich ja vorbereitet mit der Persif-Beere. Und dann wechsle ich nochmal Luxio aus, um eben nochmal einen Bedroher drauf zu schicken. Jetzt ist er schon bei minus 2. Also einen komplett halbierten Angriff, er senkt aber unsere Verteidigung. Womit er das jetzt sogar egalisiert, aber das ist mir jetzt gerade mal egal. Nachthieb kommt. Ein Stab-Nachthieb, denn das Teil ist Gift, wow, genau die Hälfte. Das Ding ist Gift und Licht, das sollte man nicht vergessen. Und wie viel Schaden machen wir? Ein Drittel, allerhöchstens. Da wechsle ich dann doch nochmal in Pampyro, oder? Nö, mach nochmal in Skyrider rein. Und senkt seine, seinen Angriff auf minus 3. Und dann sollte er, sofern er nicht die ganze Zeit mit Kreidestrahl spammt, okay, er hat Giftwolke als Vergiftungsattacke, aber wie gesagt, wir haben die Persif-Beere. Von daher ist das egal. Und die habe ich extra nur für diesen Kampf hier drauf getan. Und ja, dann kommt jetzt noch der Flügelschlag. Ich könnte natürlich die ganze Zeit noch mit Doppelteam. Ja, seht ihr, das macht nichts. Ich könnte natürlich mit Doppelteam ein wenig rumhexen, aber nö, lasst mal. Er hat dafür eine Citro-Beere. Aber das ist mir egal. Wir haben. Okay, jetzt kommt natürlich der Kreidestrahl. Das ist bisschen blöd, aber er hat immer noch minus 1 drauf, also so gesehen, wenn man das eben vergleicht. Aber wir critten, also alles in Ordnung. Das ist doch mal top. Und das war doch ein easy going Kampf.
Muss natürlich ein bisschen drumrum spielen, aber egal. Muss auch ab und zu mal sein. Und warum kläfft unser Hund hier gerade? Das nervt. Das irritiert voll. Aber sollte man zum Glück nicht in der Aufnahme hören, denke ich mal. Hui, du bist ganz schön zäh. Macht aber nichts, unsere Untersuchung der Pumon-Statue ist beendet. Mars hat die Energie des Windkraftwerks gespeichert. Wir sind hier fertig, aber eine Sache verrate ich dir. Unser Bosch, genau. Die Firma Bosch, ist klar. Unser Boss erforscht die alte Pokémon-Mythologie. Mit der Macht der mythischen Pokémon wird er ganz Sinnoh beherrschen. Also kommt ihm Galaktik nie wieder in die Quere, klar? Das ist meine letzte Warnung. Ich habe mein Pipi zurück und das ist allein dein Verdienst. Aber dieses Team Galaktik, sie haben gesagt, Pipi kommt aus dem Weltraum, her damit! Was für eine krude Logik, als kämen sie selbst aus dem Weltraum. Jedenfalls sind sie jetzt weg, vielen Dank. Schau doch in meinem Fahrradgeschäft vorbei, wenn du in der Nähe bist, ja? Ja, es war sogar sehr relevant, dass wir das hier machen mussten. Eben allein, um die Stadt vor Team Galaktik zu bewahren und um überhaupt weiterkommen zu können. Denn ohne ein Fahrrad kommen wir nicht mehr weiter in die nächste Stadt. Dafür müssen wir nämlich den Radweg überqueren und ja, wie in jedem Pokémon-Spiel, wo es einen Radweg gibt, kann man ohne Fahrrad eben nicht auf den Radweg entlang. Ist ja auch eigentlich logisch, aber gut. Wir haben jetzt natürlich erst einmal die Pokémon von mir und ja, das haben sie sich auch redlich verdient, Luxio und Skyrider. Von daher, jo, einfach mal weiter im Text. So, hier ist der Fahrradladen, da gehen wir jetzt natürlich noch hin. Hallo Typi, danke, dass du mich gerettet hast. Lass mich dir etwas schenken. Das allerneueste Fahrradmodell, bitte nimm es, ich bestehe darauf. Trakina, jetzt komme ich bei den Namen schon wieder durcheinander, das ist schlecht. Es ist das neueste Modell. Ich lese dir die Gebrauchsanweisung vor. Drücke den B-Knopf, ja gut. Um die Gänge zu wechseln. Im ersten Gang bist du nicht schnell, aber du hast alles unter Kontrolle. Im zweiten Gang ist die Steuerung schwieriger, aber du bist sehr schnell. Ich glaube, das war sogar das erste Mal, dass man eine Gangschaltung beim Fahrrad hat. Ansonsten gab es ja eigentlich immer nur das normale Fahrrad, wo man eben überhaupt nichts ändern konnte. In der dritten Generation gab es ja dann noch zwei verschiedene Fahrräder. Hä? Ach so, muss einfach nur durch und dann steigt man automatisch aufs Fahrrad. Okay. I got it. Ja, in der dritten Generation gab es ja dann noch das Eilerad und das Kunstrad. Also, ja, so gesehen eine Mischung aus dem Fahrrad hier. Das Kunstrad war eben langsamer, dafür konnte man eben noch so ein paar Tricks ausführen. Eben der Name Kunstrad auch. Und das Eilrad, ja, entspricht auch seinem Namen, man war damit ziemlich schnell unterwegs. Womit man dann eben auch, wie in diesem Spiel hier ebenfalls, über bestimmte Wände drüber fahren konnte. Damit man da auch weiterkam, also da konnte man diese kleinen sandigen Weg entlang fahren. Also überqueren und dann kam man eben an Orte, wo man sonst nicht dran käme. Im Kunstrad, ja, da konnte man dann eben so ein bisschen herumspringen. Oder eben in Wheelie machen. Und ja, da konnte man eben ein paar Tricks ausführen. Und mit dem Kunstrad konnte man dann eben auch so kleine Sprünge machen. Und damit kann man dann auch eben ein kleines bisschen weiter an bestimmte Stellen. Beispielsweise meine ich Route 119 war das, glaube ich. Bei diesem, wie hieß es nochmal, Klimainstitut dort, vor Baumhausen City eben. Da gab es zum Beispiel Stellen, wo man da mit weiterkam oder in Oras dann in der Safari-Zone. Da musste man ja sowieso sogar beide benutzen, um ein wenig weiterzukommen. Also man musste beide haben. Das ging erst nach der Story. Und dann kam man eben mit beiden Fahrrädern an weitere neue Orte.
wo man sonst nicht rankam. Und ja, ich muss sagen, in der siebten Generation, da gab es gar kein Fahrrad, oder? Nee, ich meine nicht, da gab es ja nur diese Pokémobil-Gedöns. Aber keine Fahrräder mehr. Was auch gar nicht so schlimm war, weil ich meine, auf dem Pokémon zu reiten ist doch ein bisschen cooler, als jetzt auf dem Fahrrad zu fahren, oder? Ich finde ja schon, und zumal man ja sogar deutlich schneller damit war. Ich meine, ja, das ist jetzt kein Spoiler, weil das auch in der Demo vorkam und die konnte ja jeder schon spielen. Deshalb, ja, von daher, ihr habt sowieso ja schon genug Zeit gehabt, um dieses Spiel mal zu spielen, ganzen Monat sogar. Von daher, beispielsweise mit diesem Tauros konnte man ja auch auf dem Tauros fahren, ist klar. Auf dem Tauros konnte man ja dann auch reiten und wenn man da so einen Sprint eingesetzt hat, dann war man auch deutlich schneller. Und das hat schon ein bisschen Fun gemacht, auch wenn teilweise die Steuerung schon mal ein bisschen anstrengender war, weil man eben so schnell war. Da kann man gerade bei Kurven oder so musste man ein bisschen aufpassen. Ansonsten ist man immer gegen eine Wand gelaufen, aber das macht Tauros ja nichts aus. Von daher ist das ja nicht so tragisch. Okay, irgendwie sieht das hier ein bisschen seltsam aus. Wird wahrscheinlich am Filter liegen vom Emulator. Irgendwie sieht das hier auch so ein bisschen schlechter aus sogar als in Soul Silver. Teilweise zumindest. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe den gleichen Filter drin wie in meinen Soul Silver Parts, also den letzten zumindest. Eben die gleichen Einstellungen, wie ich es in meinem Video hier mal gemacht habe. Wo ich gezeigt habe, wie man den Deathmume am besten einstellen kann. Die gleichen Einstellungen habe ich hier eben auch drin, aber naja. Muss ja nicht für jedes Spiel gleich sein, ne? Falls ihr nebenbei wissen solltet, wie man diese schwarzen Punkte und all wegbekommen kann oder minimieren kann, wäre es nett von euch, wenn ihr mir das sagen könntet. Dann werde ich da mal schauen, ob das auch wirklich funktioniert. Ansonsten müssen wir eben weiter damit leben. Bisher hat sich ja noch keiner darüber gestört. Weil, ja, ist ja nebensächlich auch eigentlich, von daher sollte das jetzt nicht so tragisch sein. Oh weh, da bin ich vom Fahrrad gefallen. Oh, das tut mir aber leid. Ich wechsle jetzt mal in Pampyro, das hat ja auch mal wieder sein. Dann kann sich das auch mal wieder ein bisschen austoben, von daher, das macht ja nichts. Ja, da, schon wieder ein bisschen abgetrennt vom halben Körper, ne? Not gut, aber gut, das wird daran liegen, dass das normalerweise verpixelt eben ein bisschen ist und ja, dieser Filter hier das ein bisschen abweicht und dadurch kann es eben sein, dass da ein bisschen was von der Textur fehlt. Aber wie gesagt, das sollte jetzt nicht so sehr stören, hoffe ich einfach mal. Aber gut. Ja, was kann man sonst noch sagen, wenn wir uns hier durchkämpfen? Gestern kam mir einiges an Videos, ganze 4 an der Zahl. 2 Black Desert Videos, ein Pokémon Video und ein NSMBU Part. Wo ich hoffentlich heute noch dazu komme, ein paar weitere Videos aufzunehmen, weil ich jetzt eben keine Reserve mehr habe an NSMBU Parts. Da sind wir jetzt in der Schneewelt angekommen, die meiner Meinung nach ja mit die beste Welt. Also zumindest vom Design her, ich mag Schneewelten. Schnee- und Eiswelten, da hat man einfach irgendwie so einen geilen Flair draus. Also da kann man schon einiges draus machen. Und ich mag einfach die Atmosphäre in solchen Leveln. Wohingegen ich jetzt kein Fan von Wüstenleveln oder sowas bin. Und Wasserwelten mag ich sowieso nicht, aber da bin ich wahrscheinlich nicht der Einzige von. Wasserwelten in Videospielen sind meistens ein bisschen scheiße. Wobei es in den Mario-Spielen ja noch geht, weil man hat da ja wenigstens keine Luftanzeige.
Von daher ist das jetzt nicht so schlimm, weil man da eben ansonsten auf nichts Rücksicht nehmen muss, weil man eben unendlich lang die Luft anhalten kann, was zwar ein bisschen unlogisch ist, aber es erleichtert einen schon ein bisschen das Spielen. Von daher finde ich das jetzt nicht so tragisch. Und es gibt ja ganz schön viele Trainer, das überrascht mich, aber gut, habe ich halt wieder falsch in Erinnerung. Aber egal. Ja, das war ja auch so eine Sache bei Donkey Kong Country Tropical Freeze, was ich nebenbei auch besitze und momentan wieder ein Let's Play dazu angucke, einfach so nebenbei mal laufen lasse. Mache ich auch gerne ab und zu mal selber mal ein paar Videos zumindest nebenbei laufen lassen. Und was ja auch nochmal so ein Thema ist, dass mich einige User hier auf YouTube mal anschreiben, in den Kommentaren eben, die dann so, ja, voll geiles Video, Like und Abo dagelassen, komm, schau da auch mal bei mir vorbei, da können wir irgendwie Abos teilen gewiss oder so und gegenseitig uns promoten und größer werden und so weiter. Oder einfach nur Abo für Abo. Da sage ich nur, nein, Leute. Leckt mich. Ihr könnt mich mal. Euer Kommentar bleibt im Spam-Ordner. Habt ihr davon? Ja, und genau das passiert nämlich, wenn irgendwelche Leute so etwas machen. Die Kommentare werden als Spam automatisch bei mir irgendwie markiert. Ich weiß nicht genau wieso. Aber werden sie. Und da lasse ich sie dann auch meistens, wenn Leute so etwas schreiben. Weil wenn die dann zwar erst sagen, ja, geiles Video, hast ein Like und Abo verdient, mach weiter so. Wenn die das so stehen lassen würden, okay, würde ich dann auch genehmigen. Aber wenn sie dann noch sowas schreiben wie, schau doch mal bei mir vorbei, ich mach auch voll die geilen Videos. Da können die nicht erwarten, dass ich dafür ernst nehme, oder? Also ich meine jetzt so Kommentare wie bei von Skyrider oder auch Core Gamer. Oder John Marks, der mich nebenbei gefragt hat, ob ich ihn nach Luxio benennen kann. Also ob ich Luxio nach ihm benennen kann. Kann ich machen, sofern sich ansonsten keiner meldet, aber gut, er war jetzt der Erste. Wenn du jetzt noch ein bisschen aktiver wärst, ne? Ah, Lucius, was willst du? Hey Drakina, wie geht's deinem Pokédex? Bei mir? Ach, alles bestens. Ja, ja, schön wär's. Aber das ist jetzt nicht wichtig. Ich habe mit neuen Werkzeugen experimentiert. Drakina, ich lasse dich an meinen Erkenntnissen teilhaben. Wähle eine Hand. Jetzt ist nebenbei egal, welche er wählt. Jawohl, du willst den Kampf fahren da. Tja, Drakina, du weißt eben, worauf es ankommt. Wie gesagt, es wäre komplett egal, welche Hand ihr wählt. Ihr kriegt es so oder so. Mit diesem Kampf fahren da kannst du rückkampfwillige Trainer finden. Oh, Drakina, hast du denn schon ein Pocket? Jawohl, hast du. Dann bekommst du noch das hier. Die richtige Belohnung für deine harte Arbeit, Drakina. Itemradar, yay, das schlechteste Item. Das schlechteste Itemradar überhaupt. Meiner Meinung nach. Weil, na gut, fast das schlechteste. In der ersten Generation war vielleicht noch ein bisschen schlimmer. Das Itemradar zeigt dir unsichtbare Items. Das Itemradar ist. Ach, berühre es einfach selber. Es zeigt dir ansonsten unsichtbare Items auf dem Boden. In dunklen Höhlen ist das unglaublich praktisch. Gut, viel Glück noch mit deinem Pokédex. Professor Albe zählt auf uns. Jo, schön. Mal gucken, wo der ist. Hier. Ihr klickt dann einfach hier irgendwo auf den Pocket eben. Und ja, dann zeigt er hier unten so ein paar Punkte an. Und so weit müsst ihr dann eben laufen. Na, wo ist es jetzt? Genau, ich stehe da drauf. Und dann findet ihr das Item. Also ist ein bisschen nervig, weil man hier die ganze Zeit darauf achten muss. Also dass man die ganze Zeit da drauf gucken muss. Das nervt ein bisschen, muss ich sagen. Achso, nee, die kann ich noch nicht pflücken. Aber gut, wir gehen jetzt erstmal nach Erzelingen, um unser Pokémon zu heilen, und dann würde ich schon sagen, war's das mit diesem Part.
weil, ja, es ist lang genug eigentlich. Und ja, klar. So normale Kommentare mag ich dann natürlich lieber. Ist ja klar, das will jeder. Und damit erweckt ihr noch eher meine Aufmerksamkeit, wenn ihr regelmäßig eben nette Kommentare schreibt. Dann merke ich euren Namen auch noch eher und dann schaue ich eventuell auch noch eher auf euren Kanal vorbei. B. Genau, so wechselte man den Gang. Okay. Und ja, sowas will doch eigentlich niemand haben, oder? Also als YouTuber möchte man natürlich schon normale Kommentare haben und nicht so Kommentare wie schau doch mal bei mir vorbei oder Abo für Abo. Solche Kommentare lasse ich auch im Spam-Ordner. Auf sowas habe ich einfach keine Lust. Und ja, das noch kurz dazu. Von daher, das war's dann erstmal mit Pokémon Diamant für heute. Wenn euch der Park gefallen haben sollte, lasst gerne ein wenig Feedback da, positiv oder negativ. Bleibt euch überlassen. Und ja, ich hoffe, ihr seid dann beim nächsten Part wieder dabei, wenn wir uns auf den Weg Richtung Herzofen machen. Oder Herzhofen. Nee, Herzhofen war das, genau. Jetzt habe ich schon wie die Arenaleiterin dort geredet, das ist schlecht. Egal, von daher, bis dahin. Ciao, ciao, Leute.